Kapitel 11. Ein Freund von uns. Villa Scaletta, 27. Juli 51. Wer zum Teufel ist das? Okay, mach die Tür auf. Wollen wir uns vielleicht vorher noch was anziehen? Da wäre ich mal dafür. Was nehmen wir denn mal? Hemd, Freizeitanzug, Lederjacke. Das gehört auch zum Made Man. Ach ja, das stimmt, das war die Pornokleidung, ja, mit der Pornobrille hier. Gut, weißt du, komm hier wieder in teuren Anzug. Das ist doch eigentlich ganz okay. Schauen wir mal, wer klingelt. Ich nehme an, es ist Joe. Nein! Hey, Vito. Lang nicht gesehen. Henry! Stimmt, lange her. Was willst du, Henry? Lass trinken. Nehmen wir mein Auto. Okay, folge Henry in sein Auto. Er hat es auf jeden Fall überlebt, das ist sehr schön. Freut mich. Ich fahr dann mal, ne? Tja, dass Clementi tot ist, weißt du wohl. Wie alle anderen auch. Hör mal, Vito, ich weiß, dass Falcone was damit zu tun hat. Und ich mache mir Sorgen, dass er den Rest der Familie auch auslöschen will. Und was geht mich das an? Naja, also, du wurdest doch eingebuchtet. Tut mir leid, was dir Clementi angetan hat. Aber er hat gekriegt, was er verdient hat, oder? Der alte Drecksack ist mir doch scheißegal. Ich könnte mir auch vorstellen, für Falcone zu arbeiten. Also, du willst bei uns einsteigen? Ja, und da du für ihn arbeitest, dachte ich, dass du... Könntest du vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ja, sicher. Joe und ich können für dich bürgen. Danke, Vito. Hast was gut bei mir. Das finde ich doch schön, auch wenn ich Falcone nicht mag, wie läuft's und alle so? Zu ihm gehen. Bevor mein halber Bekanntenkreis umgelegt wurde oder danach? Diese Geschichte in dem Hotel, darüber weißt du nicht zufällig was. Keine Ahnung, wovon du redest. Komisch. Ein Kumpel von Joe wurde damals auf dem Parkplatz kalt gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ihr zwei wärt mit von der Partie. Ein Kumpel von Joe? Wen meinst du denn? Du weißt schon, der blöde Arsch, der ständig mit Joe bei Freddy war. Wie hieß der nochmal? Mikey, Mickey, ach, scheiß drauf, irgendwie so. Du meinst Marty? Ja, so hieß die kleine Ratte. Hatte eine Stimme wie Minnie Maus. Ach ja, davon habe ich gehört. Und du warst damals bestimmt nicht dabei? Ganz sicher nicht? Sagen wir es mal so. Ich und Joe waren damals unterwegs, was für unseren Boss erledigen. Mehr sage ich dazu nicht. Weißt du was? Ist sowieso egal. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Sicher. Leg dir nächstens eine bessere Tarnung zu als den peinlichen falschen Bart. Ihr zwei Idioten wart meilenweit zu erkennen. Mann, könnten wir nicht ein andermal darüber reden? Oder am besten gar nicht mehr? Ja, schwamm drüber. Hast nur deine Arbeit gemacht. So, hat er uns also doch erkannt? Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du in einer anderen Branche besser aufgehoben wärst? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Dies hier ist mein Leben. Das ist, was ich kann. Ja, und ich vermute, es bringt ein bisschen mehr Geld als Taxifahren. Ich hatte überlegt, nach dem Hoteljob die Stadt zu verlassen. Aber wo soll ich hin? Was soll ich machen? Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich war deine letzte Hoffnung, wie? Danke. Hey, nur mal so, wieso kommst du zu mir und nicht zu Joe? Sieh mal, Joe ist zuverlässig. Aber ich möchte nicht unbedingt, dass er mich vertritt. Du verstehst? Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Ich putze ihre Schuhe! Danach sie... So. Oh, gar nicht drauf geachtet. Ich habe gerade den Wagen da drüben angeguckt und habe mich gefragt, ob das Lackierung oder Dreck ist. So, dann wollen wir mal bürgen für den Herrn. Ich glaube, das ist Dreck, ne? Eieiei, der ist aber eingesackt. Okay. Dann wollen wir mal bürgen für ihn. Das mache ich doch ganz gerne eigentlich. Mal schauen, ob überhaupt jemand da ist. Hey. Hey, Vito. Hast du meine Kohle? Ich halte immer mein Wort, oder? Hier, gib nicht alles auf einmal aus. Danke. Wo ist Joe? Er war eben noch hier, ist gerade raus, wirkte ziemlich angepisst. Das hat er wohl häufiger in letzter Zeit. Ach, ist das ein Wunder? Hör mal, ich muss was mit dir besprechen. Nur wenn's wichtig ist. Mich hält im Moment Vinci auf Trab. Er führt irgendwas gegen uns im Schilde und keiner weiß was oder wieso. Ich muss das rauskriegen. Hör mir trotzdem erstmal zu. Okay, schieß los, aber mach's kurz. Ein ehemaliger Clementi-Mann hat mich kontaktiert. Er will wissen, ob wir den Rest von Clementis Männern auch noch ausschalten wollen. Das ist gut. Soweit ich weiß, hat der Boss im Moment nichts in der Richtung vor. Es sei denn, sie machen irgendwelche Dummheiten. Er hat mich außerdem gefragt, ob er für uns arbeiten kann.
Ja? Wer ist der? Ein Freund von dir oder was? Wir haben ein paar Jobs zusammen erledigt. Er versteht sein Handwerk. Okay. Okay. Er soll mal vorbeikommen. Tja, er wäre gerade hier. Tatsächlich. Na gut, bring ihn her. Eddie, Henry Tomasino. Henry, das ist Eddie Scarper. Sehr erfreut, Mr. Scarper. Sag nicht Mr. Scarper, meine Freunde nennen mich Eddie. Komm, setz dich, Henry. Also, Vito sagt, du würdest gern für uns arbeiten. Ja, ich habe gerade nichts zu tun. Und was früher mal war, ist Schnee von gestern. Eine kluge Einstellung. Aber zuerst mal, Henry. Hacken Clementi und Vinci etwas gegen unsere Familie aus? Okay. Normalerweise halte ich mich bei sowas ja raus. Aber ich war mal mit Luca Garino bei Leo Galanti. Und Luca erzählte dauernd, Falcone wäre in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt und dass man etwas dagegen tun sollte. Ich schätze, er wollte Vinci gegen euch aufhetzen. Diese Drecksau. Der dealt doch garantiert selbst, aber schimpft trotzdem dauernd über Drogen. Er weiß genau, dass Vinci was dagegen hat. Wahrscheinlich hat er den Alten eingeseift. Aus diesem Grund will er uns jetzt ans Leder. Wir müssen ihm zuvorkommen. Wieder mal? Hey, wenn wir nicht handeln, handelt Frank. Aber erstmal müssen wir Galanti beseitigen. Ohne den ist Frank erledigt. Leo? Ich wollte dich da raushalten, aber mir fiel sonst keiner ein, der so eine Nummer durchziehen kann. Jetzt würde ich sagen, das wäre doch die perfekte Gelegenheit für Henry mal zu zeigen, was er drauf hat. Was sagst du dazu, Henry? Machst du das? Wenn das heißt, dass ich dann dabei bin, klar. Einverstanden. Beseitige Leo. Und was ist mit dir, Vito? Ich würde mich wohler fühlen, wenn du Henry begleiten würdest, damit alles glatt läuft. Heißt ja nicht, dass du selbst Hand anlegen musst. Fahr einfach hin, warte, bis alles erledigt ist und fahr zurück. Aber falls das ein Problem für dich ist, frage ich gern jemand anderen. Was meinst du? Tut mir leid, Eddie, ich kann das nicht. Leo war im Knast wie ein Vater zu mir. Ja, ich verstehe. Dann musst du wohl auf Vito verzichten, Henry. Hol dir Hilfe, wenn du willst, aber es darf auf keinen Fall auch nur der kleinste Verdacht auf uns fallen. Leo wohnt in Highbrook. Keine Sorge, wird heute noch erledigt. Okay, dann mach dich auf die Socken. Bis später, Eddie. Gut, dass du den hergebracht hast. Selbst wenn das vermasselt wird, keiner uns verdächtigen. Ich glaube nicht, dass Henry es vermasselt. Umso besser. Tja, Vito, sonst habe ich heute nichts für dich, aber komm morgen wieder, okay? Ja, bis dann, Eddie. Bis dann. Oh, scheiße. Okay, ich dachte mir ja schon, dass das eine Kackidee ist, für die Falcone-Familie zu arbeiten. Und ich dachte mir auch schon, gern, Mr. Scaletta, dass er direkt mit der nächsten Familie weitermachen würde. Geh schnell zu Leo, Henry wird bald da sein, ja. Hat er jetzt mein Auto genommen? Ach nein, das war ja gar nicht meins. Stimmt ja. Verdammt! Und, aber ich hätte nicht gedacht, dass er gleich so schnell weitermacht. Aber da hat er natürlich auch einen wunden Punkt bei Vito getroffen, denn Leo war halt doch eine Bezugsperson für ihn. Und ihn umzubringen ist einfach, auch ohne wirklichen Grund, wenn man es so nimmt, ist dann doch eine Spur zu weit gegangen. Und ich glaube, ab jetzt wird es doch ein bisschen haarig werden. Nicht bloß zwischen Vito und Joe wahrscheinlich auch, weil Joe sicherlich da linientreu bleiben wird mit der Falcone-Familie, sondern auch mit Vito und der Familie selbst, beziehungsweise den gesamten Mafia-Familien. Denn die werden jetzt richtig in Krieg miteinander geraten, weil Falcone es drauf anlegt. Mich würde es nicht wundern, wenn wir dann die Fronten wechseln. So. Ich hoffe doch, wir kommen rechtzeitig, denn ich fände es eigentlich schade, wenn Leo sterben würde. Den fand ich doch ziemlich nett, muss ich sagen. Dass Henry jetzt natürlich ausgerechnet für den Auftrag hier eingespannt wird, ist auch ganz schön mies. So, irgendwie nicht dagegen fahren, das sah massiv aus. Okay, oh, wir haben sogar eine Zeit, sehe ich jetzt erst, dass wir ein Zeitlimit haben. Aber gut, das sollte nicht das Problem sein, denke ich mal. Da rechtzeitig anzukommen. Ich meine, wir sind ja jetzt sowieso nicht die langsamsten Fahrer hier, ne? Muss man mal so sagen. Ich eier zwar gerade ganz schön rum, aber solange ich mich jetzt hier nicht in tausende Unfälle verwickeln lasse, sollte das doch ganz gut möglich sein, hier innerhalb des Zeitlimits noch rechtzeitig anzukommen. Zumal wir gleich da zu sein scheinen, oder? Mal kurz gucken. Ja, sollte machbar sein. So viel Zeit ist zwar nicht mehr, aber das sollte noch reichen.
Ist natürlich auch gemein, dass man erst noch eine Karre klauen muss und wenn man dann vielleicht Pech hat und nur Scheiße rumsteht, dann ist es natürlich doof. Wobei, wenn ich es mir jetzt so angucke, ist es doch schon ganz schön knapp veranschlagt, die Zeit, ne? Hier sitzt noch rum und dann die komplette Straße lang. Sag mal, vergeht die Zeit gerade schneller als gerade eben noch? Oh, das ist ja gemein! Ich schaff das nicht. Scheiße. Okay. Du konntest die Mission nicht ausführen. So sieht's also aus. Na gut, Warne Leo, immer neuer Versuch. Immer wieder gern, Mr. Scaletta. Schauen wir mal, ob wir diesmal vielleicht eine schnellere Karre finden. Komm, wir nehmen mal gleich die hier drüben. Mal gucken, ob es mit der vielleicht besser geht. Ich habe natürlich auch das Knacken am Anfang ein bisschen versaut. Muss ich zugeben. Diesmal ein bisschen besser. Hoffen wir mal, dass die Karre ein bisschen schneller ist. Auf jeden Fall sieht sie leichter aus. Fahr! Fahr, fahr, fahr! Gut. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen rumheizen. Der wäre natürlich schön gewesen hier, der Sportwagen. Das offene Cabrio. Offenes Cabrio ist auch geil. Cabrio ist immer offen. Deswegen ist es ein Cabrio. Na gut. Ah, mach dich vom Acker. So. Da wir jetzt von Anfang an wissen, dass wir ein bisschen schneller machen sollten, sollten wir das doch schon eher hinkriegen, hoffe ich mal. Ich muss mal kurz gucken, wo sind wir eigentlich? Aha. Kommen wir da nicht besser, wenn wir hier geradeaus fahren? Das ist doch eigentlich totaler Schwachsinn, so viele Kurven zu nehmen. Oder? Ich weiß es nicht. Na komm, ich fahre mal den Weg, den sie mir vorschlagen. Hoffen wir einfach mal, dass das wirklich der schnellste ist. Keine Ahnung. So, einmal rumgezogen. Ja, super. Ich glaube, wir sind ein Stück schneller als vorhin unterwegs. Wenn jetzt hier vorne gleich die Straße rechts abkommt, vor dem Tunnel. Ach nee, da sind wir noch gar nicht. Aber, langsamer. So. Oh fuck, ich war falsch. Oh nein, ich Idiot. Ah, da kann ich gleich nochmal neu starten. Shit. Das ist natürlich ärgerlich. Ich war gerade so drauf aus, irgendwie schnell zu fahren und nirgendwo gegen zu rasseln, dann auf den Bullen zu achten, dass ich den Radar aus den Augen gelassen habe. So, neuer Versuch. Der 12. Alter! Komm, hey, los mit dir. Was hast du jetzt davon? Ist mir jetzt egal. Geh in die Karre! So, ich habe keine Zeit jetzt für irgendwelchen Mist hier. Alles klar. Wird's egal, ob ich verfolgt werde oder nicht. Dunkles Haar, normaler Körperbau. Das geht auf jeden Fall schneller, als wenn ich jetzt erst den Auto knacke. So. Na gut. Dann jetzt also mal richtig aufs Gas getreten. Schon allein, weil wir verfolgt werden. Oh fuck. Mann, ich fahr aber auch wie ein Henker. Kannst du keinem anbieten. So. Dass der Henry aber auch so schnell fahren muss. Kann er nicht noch irgendwo einen Kaffee trinken gehen, Mensch? Meine Güte. Das muss doch nicht sein, dass der Junge so rast. Wer hat ihm denn gesagt, dass er so schnell fahren muss? Also wirklich. So, ich habe das Gefühl, dass die Karre sich aber ein bisschen besser steuern lässt als die andere. Geschwindigkeitstechnisch wird sie nicht wirklich langsamer sein, denke ich mal. Ja, ja, ist gut. Bleib oder Pfeffer weg, scheiß Bulle. So, aber von der Steuerung her geht's eigentlich ganz gut mit der. Das Handling ist nicht schlecht. So, guck mal hier mal. Ja, das geht. Und ich glaube, ich habe ein ganzes Stück mehr Zeit als vorhin noch. Der Bulle hat es gar nicht mitgekriegt. Doch, jetzt. Aber ein bisschen spät. So, diesmal sollten wir es aber locker schaffen, denke ich eigentlich. Müssen wir ja bloß noch hier die Serpentinen hoch und dann sind wir auch schon da. Ich glaube, da haben wir am Ende schon noch so ein Sechstel übrig von der Zeit. Ich hoffe. So, ja klar. Das schaffen wir locker. Passt. Sauber. Okay. Das kriegen wir also hin. Diesmal retten wir Leo. Zumindest sind wir rechtzeitig da. Wen retten wissen wir noch nicht, ne? So, geht das Tor von alleine auf oder wie sieht das aus hier?
Okay, wir fahren es einfach kaputt. Warum nicht? So, da haben wir sogar noch Zeit, hier vernünftig zu parken. So, und jetzt schnell hinein. Leo! Leo, bist du da? Leo! Wie zur Hölle kommst du hier rein? Hau ab und ich schieß dir ein zweites Loch in den Arsch. Leo, lass das! Ich bin's, Vito! Vito? Verdammt, was machst du hier? Du hättest vorher anrufen Leo, sollen. Leo, wir haben keine Zeit. Sie wollen dich aus dem Weg räumen. Du musst weg hier. Was? Komm rauf, Vito. Hier kriege ich kalte Füße. Willst du was trinken? Ob ich einen Drink will? Sag mal, hast du sie noch alle? Okay, was ist los? Hör zu, Falcone will dich ausknipsen. Die Jungs sind gleich hier. Du musst abhauen. Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft, jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen, darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden, bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich habe meine Quellen. Wieso bist du nochmal hergekommen? Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden! Dort, hör auf zu quatschen, zieh dich an und lass uns abhauen! Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenne den Typen. Ich habe ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich ziehe mich an. Verdammt, zu spät. Sie sind da. Oh, scheiße. Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken. Schnell!